schnell, schnell. Ohne Marlo wird es hier sehr einsam sein. Vielleicht muntert mich ein kleiner Imbiss wieder auf. Immer. Am besten ein Chili Cheeseburger. Oh. Wow. Malmut. Malmut. Daneben. Der war aber jetzt easy. Der war schon ein bisschen zu leicht, oder? Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Röntgen Super Mario RPG. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Was ist unsere Mission? Ein bisschen leiser nur. Oh, Reisebuch. Ach, wir müssen zum Quacki, oder? Marios Haus, Pilzport. Oh, wo war der? Ah, da sind wir. Gott, das ist so lange her, seit ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Menno. Jump! Jump! Ja, let's go! Oh, schnell, schnell. Ohne Marlo wird es hier sehr einsam sein. Vielleicht muntert mich ein kleiner Imbiss wieder auf. Immer. Am besten ein Chili Cheeseburger. Oh. Reich und Teich geblubber, das hatte ich ja fast vergessen. Der Grillenkuchen, den ihr mir unter Einsatz eures Lebens gebracht habt. Sowas muss doch gelohnt werden. Ich weiß, mein kostbarer Stab, der, den ich schon liebte und hegte, als ich noch in Marlos zarten Alter war. Hier, der Fröschlein-Stab, der wird euch große Dienste leisten. Aber ausrüsten nicht vergessen, ja? Ist das für Peach? Ausrüstung. Klatschhandschuhe, ne. Der wird sogar schlechter, glaube ich bin. Nein, Kettenhund. Ne, den rüst man nicht aus. Tut mir sorry. Obi, sag, weißt du vielleicht etwas zu den Sternstücken, die wir finden wollen? Marlo, mein guter Junge, fürchte nicht, bei mir findest du immer Wort. Es wurde ein gewaltiger großer Stern gesichtet, und zwar drüben auf den Sternhügel. Sehr interessant, ja, der Sternhügel scheint ein durchaus wahrscheinlicher Ort für Sternschnuppenfunde zu sein. Wundervoll, Freunde. Lasst uns sogleich zum Sternhügel aufbrechen. Ja, Mann. Nicht lang quatschen. Weiter geht's. Joe, Joe, Joe. Kann ich da schnell reisen? Ich glaube nicht. Let's go. Nein. Aha, da ist er. Und runter und rauf. Sternhügel, da ist er ja. Boah, cool, das sind Sterne. Nimm die mit, bitte. Die sind cool. Weg nach Ehlingen. Sprich mit der Blume und die Sternenpforte öffnet sich. Blume. Du bist eine Blume, okay. Weg zum Sternenhügel. Mal auf da. Da wollen wir hin.
Oh! Das ist der Sternhügel. An diesem Ort gehen die Wünsche hernieder. Doch oben auf der Sternstraße zu Stern wurden. Die hoch oben auf der Sternstraße zu Stern wurden. Alter. Mein Deutsch heute wird das super gut. Doch seit die Sternstraße vom Schmiedrich zerstört wurde, gerät auch hier alles furchtbar aus den Fugen. Nun fallen nämlich auch Wünsche hier herab, die noch überhaupt nicht erfüllt worden sind. Sie sind verloren. Reisequark erwähnte, dass er von einem Sternstück auf diesen Hügel erfahren hatte. Halten wir Ausschau danach. Schaut mal, der Stern hat ein Gesicht. Oh, ich wünschte, ich hätte ein wenig Grillenchili zum Essen. Oh. Mit Gesicht sind Wünsche, oder was? Ohne Gesicht sind schon in Erfüllung gegangen. Ich wünsche mir ein Kind, das die süßeste der Welt wird. Oha. Ich wünsche mir bald eine Familie zu gründen. Oha. Wer bist denn du? Jetzt wollen wir mal. Oha, Prinzessin Peach, super. Oha, die hat aber bloß 50 Lebenspunkte, das ist nicht viel. Sie ist lieb. Ja, man, die wollte eigentlich gucken, was die an so Fähigkeiten hat. Schön weg, Junge! Au! Au! Aber besiegt! Erfahrung 11, Münzen 14. Ich glaube, jetzt wird schneller, ne? Wir wagen es. Yoshi! Mitte? Yoshi! Haha! Geno steigt auf, Wunderbärchen! Den gehen wir. Na, die Stärke. Wir geben wir dem Angriff. Kapierregen. Heilung. Diesmal ist Peach, ne? Auch da zwar und halt Statuseffekte auch noch. Das ist voll besser. Wer bist du? Wow! Mal Mut! Mal Mut! Daneben. Oh, zweimal. Sehr gut. Und Peach legt sich hin. Und weiter. Easy peasy. Was ist aufgestiegen? Geil, oh. Du brauchst Health. Du wirst ein bisschen tanky. Ja. Nochmal, perfekt. Peach braucht unbedingt Leben. Den nehmen wir auch nochmal mit. Gehen wir auf den Böser. Okay, er ist weg. Ach, so ein Trottelagel. Au! Schmeißt er mit Sachen auf mich, hä? Vor Frechheit. Lotsch ihn weg! Auf, Inus! Er greift mir hin, Mann! Freiheit! Was macht er jetzt? Nix. Okay. Aha! Auch ein Zero. Jawohl, scheiße, können wir nicht mitnehmen. Okay. Einmal das Blümchen. Hey du!
kommt denn der her? Ganofling, klatsch weg! Alle haben Wien! Warum hält der so voll aus? Das ist eine coole Attacke. Passt wie sie. Nice. Ich hoffe, der hat jetzt viele Münzen für uns dabei. Au! Klatsche weg! Schlicht noch nicht abwehrbar, Freund. Ah, 14 Erfahrung, okay. Aber 30 Münzen, jo. Oh, mal eh wieder. So. Ach, da geht's ja lang. Mal, wir müssen da durch. Hey. Muss ich da alle aktivieren oder wie? Jetzt. Meine Güte. Dann kann es aber auch umständlich machen, ne? Ich gehe mal davon aus, ich muss dann wieder alle aktivieren. Der haut schon wieder ab, der Blödmann. Was soll das? Die klappt sie ja wieder. Husch, husch, die Batschen. Geil. Platsch, platsch. Warum das wir haben? Und dessen geht rein, weil die konnte das doch selber recht gut, oder? Macht jetzt nicht den schlechtesten Damage und heilen konnte sie auch noch. Verstehe ich nicht. Die haben wir. Was haben wir? Die gleich nochmal mit. Da kommen wir normalerweise, ne? Komme ich jetzt wieder zurück? Nö. Okay. Ne, ist schon anders Level. Okay. Okay, weißt du, was du bist, weil du Münzen hast. Deswegen darfst du. Kleiner Ganofling, du. In the face protection. Klatsch, klatsch. Oh no. Aber wenigstens bekommen wir gut Münzen. Ach, das ist der andere. Da ist ein Stern. Auch noch mit. Den auch. Trigger! Der war aber jetzt easy. Der war schon ein bisschen zu leicht, oder? Ohne irgendeinen Bossfight oder so, also. Der war geschenkt. Aber jetzt haben wir schon über die Hälfte. Der geschenkte Stern. Ganz wie ich vermutete, das Sternstück war tatsächlich an diesen Ort vom Himmel gefallen. Doch wo wollen wir als nächstes suchen? Ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt.
Dort ist es einfach herrlich. Und sicher wird dort jemand einen neuen Hinweis geben können. Du hast es weit gebracht, doch das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke. Wenn der Rest genauso leicht ist, sehe ich doch keine Probleme. Küstenstädt, Carlo. Frage ist, hätte man den Stern jetzt auch übersehen können? Was geht's zum Einschmeißen? Boah, du schaust ungesund aus. Dies ist das Gasthaus und Übernachtungen kosten nichts. Nein, danke. Wie Sie wünschen. Ich verwechsel das immer wieder mit dem, wo wir uns ausrüsten können. Menno.